Bruder, du empfindest mich in einen ganz unangenehmen Spot. Wahrscheinlich meine größte Schandtat 2021, was YouTube angeht. Ziemlich passende Frage, weil ich hatte letzte Woche die erste Panikattacke meines Lebens. Hallo, zweite Folge von Eine Frage Go. Es sind ziemlich viele coole Fragen dazu gekommen, weswegen wir das Ganze hier zweiteilen. Wenn euch das gefällt, lasst mir gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. So ein bisschen Q&A-Style, macht mir eine Menge Spaß und jetzt viel Spaß mit den ganzen Fragen. Apfel, was geht? Eine Frage Go. Moin. Moin. Hey, was geht? Hau mal deinen besten Flachwitz raus. Oh, Bruder, du putzt mich in einen ganz unangenehmen Spot. Deine Mutter ist so fett, sie rutscht auf beiden Seiten aus dem Bett. Danke, tschüss. Ciao. Putin, was geht Putin? Eine Frage, go. Meine Frage ist, was hörst du so für Musik? Das ist super unterschiedlich. Ich bin momentan die ganze Zeit auf Ami-Rap unterwegs. Ansonsten höre ich super viel so Future-Bass, so Flume und so ein Kram. Also so so ein bisschen in die Richtung. Toki, was geht? Moin, moin, Digga. Meine Frage wäre, wenn deine Kinder, oder muss es nicht speziell deine Kinder sein, aber wenn ich jetzt jemanden fragen würde, was so der Sinn des Lebens ist, was würdest du denen antworten? Ey, ihr stellt mir Fragen, Alter, die sind so hochphilosophisch und ich bin so ein 22-jähriger Internet-Atze. Ausgeglichenheit, nicht alles ist geil, man muss auch Scheiße fressen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das. Das hört schon nach einer philosophischen Antwort an. Genau, und dann kann jeder da rein interpretieren, was er will. Vielen, vielen Dank. Klar. Ja, kein Ding. Pepe Emil, was geht? Eine Frage, go. Hallo, wie schaut's mit dem Buch aus? Ja, auch eine unangenehme Frage, weil der Fehler komplett auf meiner Seite liegt. Ich habe letztes Jahr mal so eine Idee gehabt, für alle, die es nicht wissen, dass ich die Community Stories schreiben lasse und das im Buch verpacke. Und ich habe es die ganze Zeit komplett hinten angestellt. Die Ideen sind rausgesucht, aber ich habe übelst krank verkackt und dann irgendwann den Spaß daran verloren. Da dachte ich, es wäre keine gute Idee mehr. Auf der anderen Seite weiß ich, dass darauf Leute warten. Das ist wahrscheinlich meine größte Schandtat 2021, was YouTube angeht. Ich möchte das 2022 aber definitiv umsetzen. Hey, danke für den Content. Danke für deine Frage. Julia? Also, als du bei Snapchat halt ausgeschieden bist, meintest du, dass du das selber irgendwann nachholen willst für dich selber? Willst du das noch machen? Ja, das steht auf meiner Liste. Ob das jetzt genau in dem Rahmen von Seven vs. Wild ist, dass ich mir genau die Regeln von Seven vs. Wild auferlege, das glaube ich eher nicht. Ich möchte aber etwas machen, wo ich mir selber beweisen will, dass ich nicht grundsätzlich im Survival so schlecht abschneide, wie ich es bei Seven vs. Wild gemacht habe. mit oder ohne Kippen. Ja, das muss ich mir auch noch sehr stark überlegen. Widix, was geht? Was geht? Eine Frage, go. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich deine Stimme höre. Das ist gut möglich. Ja, erstmal vielen Dank nochmal persönlich. Wenn du jetzt was ändern würdest, müsstest du in deinem Leben, was würdest du ändern? Also jetzt nicht, du kannst irgendwas ändern, sondern müsstest jetzt was ändern. Boah, ich hätte als erstes gesagt Standort, aber das wäre richtig wack, weil ich dann mit den Leuten nicht mehr hängen könnte. Ich muss was ändern. Ich sag so, weil ich auf gar keinen Fall meinen Freundeskreis ändern will, weil ich auf keinen Fall meinen Job ändern will, weil ich auf keinen Fall was an meiner Familie ändern will und mir ansonsten relativ wenig im Kopf bleibt, muss ich einen Standortwechsel nehmen. Muss ich in andere... Jetzt muss ja kein Standort sein, kann ja auch einfach Wohnung sein. Ach so, ja, bedenke, ja, okay. Da musst du mehr für die Wohnung ausgeben. Okay, ja gut, dann würde ich, in eine größere Wohnung ziehen oder in eine Einzimmerwohnung und probieren, ähnlich viel zu bezahlen. Das ist gut, das kriege ich hin. Ich danke dir. Hi. Hi. Meine Frage ist, wie du so, ich sag mal, wie verfolgst du so das Fashion-Game? Weil du bist ja obviously Fashion interessiert. Und ich wollte mal fragen, was hast du dir in letzter Zeit so ausgeguckt oder was feierst du besonders? Das ist eine geile Frage, weil die ziemlich einfach zu beantworten ist. Ich bin genau bis zu dem Punkt Fashion interessiert, wo es effortless ist. Gucke nicht nach Klamotten, ich shoppe nicht. Ich bin hauptsächlich da drin, was meine Homies machen und Funktionskleidung. Ich liebe Hugglöfs für ihre Regenjacken. Ich liebe Carhartt, Polar, Dickies für ihre gut funktionierenden Hosen. Das ist für mich Peak-Klamotte. Ansonsten High Fashion bin ich nicht bereit, Geld für auszugeben, außer es ist übelst krank im Sale und dann ist mir die Marke ziemlich egal. Ich gehe alle drei Monate mal ins Atelier in Köln. Das ist so ein Laden, in dem es so High Fashion-Klamotten gibt, aber meistens gehe ich, ohne was gekauft zu haben, wieder raus. Es ist sehr begrenzt bei mir, das Interesse. Ich finde das cool auszusehen. Ich muss damit aber nicht aufhören.
auffallen und ich möchte auch ungern eigentlich jemand sein, der damit so komplett assoziiert wird. Also so jemand, ey, das ist so ein Fashion-Typ. Das soll alles gut sein, alles clean sein, aber mehr brauche ich auch nicht. Bro, legit, wenn ich das mal als Kompliment hervorheben darf, das schaffst du, weil ich finde, du fällst nicht irgendwie übertrieben auf durch irgendwas, aber es ist schon sehr, sehr clean. Also geil, ich danke dir. Weil das freut mich. Guten schönen Abend. Mach's gut, Digga. Ciao. Oh, Felix, was geht? Hallo, mein Lieber. Gibt's irgendeine Möglichkeit, alle gegen Dave wiederzubringen? Ich will es unbedingt wieder haben. Sehr gute Frage. Leo und ich haben heute angefangen, an einem Konzept für den Stream für Alle gegen Dave zu arbeiten. Alle gegen Dave, für die Leute, die es nicht wissen, mein allererstes YouTube-Format von Max moderiert und ich habe immer gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gespielt, also mal gegen Janek Snell, mal gegen den und den. Und ich würde das gerne gegen Zuschauer oder gegen andere Streamer im Stream machen und von einer Person moderieren lassen. Ich habe schon eine Person im Kopf, die es moderieren soll und dann erstmal die ganzen Streamer durch und dann irgendwann bestimmt auch mal Community Editions. Also ja, wir sind da dran. Ich habe auch übelst Bock da drauf, weil es ist geiler Chill-Content. So, das macht übelst Bock. Sehr, 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 sehr geil. Und schau mal kurz in Memes rein. Ich habe eine Idee für ein neues Profilbild. Das ist gut. Das ist sehr gut. No joke, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich mit Leuten aus der Community spreche. Also nicht nur ein bisschen. Mir fehlen manchmal so Worte und so. Alex, das geht. Eine Frage, go. Meine Frage ist, ich meine, du bist ja so ein richtiger Hustler, so. Also du arbeitest ja ziemlich viel. Was ist so ein Punkt für dich, wo du dann sagen würdest, okay, fuck, jetzt bin ich total überarbeitet. Ich kann nicht mehr, so, ich sollte vielleicht irgendwie lieber ein bisschen ruhiger machen? Ziemlich passende Frage, weil ich hatte letzte Woche die erste Panikattacke meines Lebens und lag hier 4 Stunden in meinem Zimmer rum, oder ich lag nicht nur, ich lag im Bett, bin aufgestanden, hier so rumgelaufen, wie so ein verwirrter alter Mann, hab Wasser getrunken und dachte kurze Zeit, ich sterbe, und hab übelst die kranken Gedanken gehabt und dachte so, dass so meine Freunde sterben und also richtig, richtig kranker, abgefuckter Scheiß. Mein Herz war so übelst krank am Schlagen, aber ich war davon ausgegangen, dass das irgendwann passieren würde, weil es ein paar Leute gibt, bei denen das so ist. Und ich war so mäßig darauf vorbereitet, weil ich irgendwie hab das schon so ein bisschen kommen sehen und bin deswegen nicht ins Krankenhaus gefahren und so. Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, Alter, so, jetzt fahr mal einen Gang runter. Dann war ich mal mit Kevin Sport machen und habe so gedacht, Alter, ich probiere das Maximum rauszuholen. Aber wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht, es geht nicht, dann mache ich nicht auf Krampf weiter. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Abend eine richtig gute Lehre für mich war. Zum einen, weil ich ziemlich schnell gecheckt habe, dass es so eine Panikattacke ist und trotzdem alles noch gut ist. Und auf der anderen Seite, dass ich gemerkt habe, Alter, so, das ist es vielleicht auch nicht wert, fahr einen Gang runter. Ich passe auf jeden Fall auf dich auf, ne? Und aber dein Konto ist mir geil, deswegen. Danke dir. Ciao. Hi, ich wollte fragen, was deine Reiseziele für 2022 sind. Ich würde gerne nach Japan, Südkorea, Indonesien, Thailand, Südamerika und Südafrika. Das sind so die Top-Reiseziele. Vietnam vielleicht auch noch. Lukas, was geht? Hallo. Würdest du sagen, sind so die schlechtesten Sachen, beziehungsweise gab es da welche, die dir durch deine Bekanntheit oder dadurch, dass du mittlerweile viel Geld hast, passiert sind? Also gab es da so Erlebnisse irgendwie? Das ist eine gute Frage. Ich habe neulich, als ich mit Kevin zusammensaß, so zu dem gesagt, Alter, wenn ich jetzt hier an dem Punkt stoppen könnte und quasi den Bekanntheitsgrad, den ich habe, genau hier anhalten, dann wäre das perfekt. Weil es erkennen mich hier und da Leute und fragen nach einem Foto. Das freut mich übelst krass. Und ich merke, dass mich übelst die korrekten Leute erkennen. Ich habe wenig Negativität bis dato erlebt und ich glaube, das fängt jetzt auf meinem Level noch nicht an. Weißt du, ich habe bestimmt viel Geld verdient, aber wenn ich mein Geld versteuert habe, dann kommen da vielleicht 45.000 Euro bei rum. Das ist jetzt nicht übelst viel krasser als alle anderen. Und natürlich kennen mich ein paar Leute, aber es ist nicht so, dass ich aus der Straße gehe und Leute mir vors Auto rennen wie bei einem Monte oder so. Also ich bin ziemlich happy und alles ist ziemlich nice. Rico, was geht? Moin, moin. Moin. Ich wollte fragen, wo wir auch eben schon mal das Thema Fashion hatten, wo ziehst du dir deine Klamotten oder wo siehst du die immer, wo kriegst du die so her, deine? Es ist ziemlich leicht zu beantworten. In letzter Zeit habe ich meine Hosen immer bei Titus gekauft, weil ich gerne super breite Hosen anziehe und die haben irgendwie genau das, worauf ich gerade Bock habe. Pullis, Oberteile, T-Shirts, alle von den einschlägig bekannten deutschen upcoming Streetwear-Brands, weil ich es geil finde. Und ansonsten vielleicht ein bisschen Carhartt hier, vielleicht mal einen Heliot Emil Pulli da oder vielleicht mal ein Teil von Ada Era Zara oder so. So Basic-Klamotten und dann einzelne Designer-Pieces, die einem vielleicht richtig gut gefallen, wenn man sich was gönnen will, dann mal sowas. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe seit einem Dreivierteljahr kein Designer-Piece mehr gekauft. Okay, nice. Jo, Küsse, ich danke dir. Pier, was geht? Jo, hi. Was geht, hi. Ich wollte dich fragen, was das heftigste V20 war. Ich habe neulich noch ein Bild davon gesehen. 20. April 2018.
Ich kann euch das nicht zeigen. Ich hab, hier sind überall Jungs mit drauf und so. Uff. Ja, das war ganz, 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 ganz böse. Aber das werde ich, das muss an Informationen reichen. Weil eins muss ich noch loslassen. Ja. Weil wir haben dieses Jahr was Heftiges vor. Nämlich, wir smoken nicht, sondern wir machen ein 3-Gänge-Menü mit Edibles. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke. Silas, was geht? Eine Frage, go. Servus, wir haben gerade schon über Fashion, hast du schon geredet. Ja. Kann man irgendwie schon wissen, was in Zukunft jetzt kommt? Also gerade T-Shirt-technisch oder was für Pieces wird es geben? Der erste Drop wird so mäßig ein Logo-Drop. Da kommt quasi ein komplettes Outfit. Es wird, okay, das kann ich jetzt schon mal sagen, es wird ein Zip-Hoodie kommen, es wird ein Sweater kommen, es wird ein Special-Piece kommen, so ein Accessoire. Es werden 2 T-Shirts kommen und es wird eine Hose kommen. Das ist aber ziemlich basic und danach geht's dann los, dass wir uns ein bisschen mehr ausprobieren, verrücktere Sachen machen und wir sind gerade schon für in 3 Kollektionen am Samplen und so. Wir probieren so ein bisschen aus den Fehlern der anderen Startup-Streetwear-Brands zu lernen und ich möchte ungerne so bestellen und dann werden die Sachen produziert machen, ne? Ich will Sachen verkaufen, die ich in Hand habe und dann im besten Fall 3 Tage später bei den Leuten sind, weil ich es hasse, wenn es bei mir anders funktioniert und ich ein Produkt bestelle, was einfach nicht kommt. Ja, Pre-Order war das Wort, was ich gesucht habe. Fischi, was geht? Neulich meintest du, schaust relativ viel amerikanischen YouTube-Content und so. Was sind so deine Top 3 Channels, die du gerade schaust? Top 3 Channels, Ewigkeiten, die bei mir so Heavy Rotation sind Nico und Milana, MKBHD für Technikkram, einfach der absolute Überboss. Ja, der dritte wechselt immer mal wieder so ein bisschen. Ich hätte David Dobrik gesagt, wenn seine Videos im alten Stil so weitergeführt wären. Vielleicht noch so ein bisschen Danny Duncan, also schon viel Quatsch, so. Und ein bisschen MKBHD, um nicht komplett zu verblöden. Danke dir. Ciao. Lukas, was geht? Ich glaube, das ist die letzte abschließende Frage. Aber wenn du dir eine Eigenschaft aussuchen könntest, also eine personelle, also keine Superfähigkeit, die du max leveln könntest, welche wäre das? Social Skills. Du kannst Leute so krank im Positiven wie im Negativen manipulieren. Du kannst ihnen so krass Mut zusprechen, du kannst die aus der Scheiße holen und so weiter. Du kannst so krank für dich arbeiten, wenn du bei einem Geschäftsmeeting bist, wenn du es komplett auf max leveln kannst, dann kriegst du Leute dazu, dir Jobs zu geben, im Endeffekt Geld zu geben, wenn es um Deals geht. Damit kannst du richtig ordentlich guten und gleichzeitig auch schlechten Scheiß machen, aber die Fähigkeit zu haben, damit guten Kram in deinem Sinne und auch im Sinne von anderen zu machen, ist richtig krass. Und Max, der mit mir im Büro sitzt, der auch YouTube-Videos macht, also Krancrafter Max, ist sehr nah daran, diesen Skill auf ein Level 100 zu haben. Der ist wirklich ein absoluter Überboss da drin. Ich danke dir vielmals. Alles klar, danke dir. Wow, nicht nur die erste Folge hat mir Spaß gemacht, sondern auch die zweite. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und schaut unbedingt bei Twitch vorbei, damit ihr das ganze Live-Spektakel live mitverfolgen könnt. Macht's gut.